Raffiniert. Okay. So, wir bekommen dafür auch Erfahrungspunkte. Vielleicht auch mehr, wenn wir es schneller geschafft hätten. Wow. Alle hier sind ja Flugzeuge. Wow, hier geht's nach draußen. Zu früh gefreut. Und hier geht's nach unten. Nein. Okay, eine Rolle. Wow. Wow. Achtung, Rutsch. Autsch. Alter. Okay, hier bricht gerade alles zusammen. War das wegen meiner Explosion? Das wollte ich doch gar nicht. So, Lara. Eine Runde klettern. So, wow, okay. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Hallo, wie ist der mir hinterhergekommen? Au. Okay, darauf war ich jetzt nicht gefasst, dass noch hier mit den Taschen was kommt. So, dann nochmal auf ein zweites Mal. Bin jetzt mal gespannt, ob es die gleiche Tasche kommt oder eine neue. Das wäre schon ein bisschen Müll, wenn eine neue kommt. Okay, oh! Alles klar. Ha, jetzt hat es nämlich ihn erwischt. Und wir rennen weiter. Oh, die Wand bewegt sich. Ja, und springen. So, die Fackel. Na, verdammt. Egal. Oh. So, komm schneller. Schneller, schneller, schneller. Hier haben wir wieder ein Licht. Oh. Okay. Alles klar, das kann noch interessant werden. Die ganzen Quicktimes. Was kommt jetzt? Ah, nach rechts. So, und jetzt kommen ab nach draußen. So, come on. Okay, alles klar. Das war mal ein Höllentrip. Okay. Und wir müssen... Weiß nicht, ob jetzt die einen Leute, ob wir die nochmal finden können oder wo die waren. Ganz am Anfang, wo wir gesehen haben, wo wir gestrandet sind. Das Rettungsboot. Wo sind sie? Wahrscheinlich landeinwärts. So, okay. Suchen Sie nach Hinweisen auf andere Überlebende. Okay, das Boot ist ja schon mal ein gutes Anzeichen. Okay, ganz langsam. Okay, ganz langsam und mit gutem Gleichgewichtsgefühl. Oh, okay. Der Baum knarzt. Keine Bange, Leute, das ist normal so. Der ist natürlich aus Holz. Ui, das war ein bisschen flott. So. Okay, einmal einen Sprung ausführen. So, das klappt noch nicht so perfekt, weil wir immer noch hart angeschlagen sind. Aber ich denke, später wird die hoffentlich wieder fit, die Lara. Der ist schon mal schön gelandet. Auf einmal, wie der so da hängt. Okay. Richtig übel. Dann dürfen wir jetzt hochklettern. Okay. Na, toll. Oh Gott. Okay. Okay, so nach oben springen. Wow, wow, wow. Alter, das zerfällt halt komplett. Okay, einmal hier nach drüben. Oh je. Das war natürlich eine tolle Idee. Oh, was macht die?
Achso, wir müssen nachher rüber. Ich hab gedacht, wir müssen auf die andere Seite. Nein! So, oh. Okay, krass. Und das hätten wir bewältigt. Ah ja. Es hat keinen anderen Weg gegeben, ey. Das Flugzeug war doch schon sowas von auseinandergefallen. Da will die noch rumklettern. So, wenn ihn auf einfach. Ah, okay, das packt noch nicht. Okay, dann müssen wir so eine Art Doppelsprung machen. Und halt, zumindest der wohl nur an der Wand geht. Okay, wir haben ein Funkgerät. Folgen Sie der Spur der Überlebenden. Aber komisch, dass er hier seine Taschen und auch das ganze Zeugs hier da lässt. Doch ein bisschen seltsam. So, komm mal! Oh! Okay, ich habe gedacht, das war ein Fehler von mir, aber... Okay, es ging gar nicht anders. Aktuelle Position Küstenwald. So. Suchen Sie Zuflucht vor einem Sturm. Okay, es kommt ein Sturm auf. Ah, okay. Es beginnt schon. Das ist ja fast wie so ein Geisterwald hier. So hat sich's verstanden. Und sieht auch aus. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los! Hau ihn um!
Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme, Lara? Ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitmer. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktortitel. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier?